Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar folgendes, nein, wir spielen nicht Lufia, auch wenn es den Anschein hat. Ja, was heißt doch, wir spielen schon Lufia, aber vielleicht nicht so, wie ihr denkt. Denn wir starten mitten im Spiel und doch irgendwo ganz am Anfang. Und zwar handelt dieses Let's Play einzig und allein von der Ahnenhöhle. Ja, was ist die Ahnenhöhle? Ja, das ist ziemlich viel und doch ziemlich wenig zu erklären. Entweder man fängt einfach an und geht ins in die Ahnenhöhle rein und freut sich wie ein Schnitzel und was, ich kenne mich nicht aus und keine Ahnung. Oder man hat schon Ahnung davon und geht das Ganze etwas strukturierter an. In unserem Fall eher das Zweitere. ja, folgendes. Wir spielen hier nicht das normale Lufia, wie ich bereits erwähnt habe. Wenn ihr das sehen wollt, das normale Lufia-Spiel, kann ich euch gerne andere Let's Player empfehlen, die das bestimmt tausendmal besser als ich Let's Playen und keine Ahnung. Hat es schon oft gegeben. Werde ich nicht machen. Wenn wirklich mal die unbedingte Nachfrage besteht nach einem Lufia-Let's Play, wenn die Anfrage groß sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es generell nicht große Anfragen gibt nach diesem Let's Play, wie ich mir vorstellen könnte. Aber egal, wenn es das geben sollte, werde ich das auch gerne machen. Schreibt das einfach in die Kommentare. Ansonsten, Ahnenhöhle. Was ist die Ahnenhöhle? Die Ahnenhöhle ist ein vom Spiel völlig unabhängiges Eigenspiel, kann man fast sagen. Es ist auch nicht vollkommen unabhängig, aber dazu kommen wir später. Die Ahnenhöhle ist 99 Stockwerke tief und am Ende vom 99. Stockwerk erwartet uns ein kleiner Boss und diesen gilt es zu bezwingen. Das wird auch unser Ziel sein in diesem Let's Play. Hört sich jetzt eigentlich nicht so viel an, jetzt ist es nur folgendermaßen. Da ist natürlich ein kleiner Haken dran an der ganzen Sache und zwar, wenn wir die Ahnenhöhle betreten, ist das erste, wir sind nackt. Wir haben keine, fast keine Ausrüstung dabei und wir haben alle Level 1 und schlagen mit den Fäusten zu. Das Einzige, was wir am Anfang bekommen, sind 10 Heiltränke. Was bekommen wir noch? Es gibt gewisse Gegenstände, die man auch mitnehmen kann, wie zum Beispiel Juwelen. Ich bin mir nicht sicher, ob es alle sind oder nur ausgewählte. Auf jeden Fall Juwelen und eine einzige Waffe gibt es im Spiel, die man mitnehmen kann. Und am Ende von dem Part werde ich zeigen, wie ich diese Waffe geholt habe. Das ist die Gardesklinge. Es gibt einen ziemlich mächtigen Gegner im Spiel, den Gordavon Gardes. Ist ja auch egal, den Gordavon Gardes und der droppt eine Waffe. Da kommen wir nachher noch dazu. Ich erkläre erstmal die Ahnenhöhle. Also es ist 99 Stockwerke tief. Und diese 99 Stockwerke bis auf das 99. Stockwerk sind alle zufallsbasierend. Kein Stockwerk sieht je aus wie das andere und keins kommt in derselben Reihenfolge und alles ist anders. Auf der allerersten Ebene sind ganz leichte Gegner und bis zu den letzten Ebenen werden die Gegner immer schwerer und schwerer und schwerer. Es gibt sogar auf den unteren Ebenen, so ab 70 glaube ich geht's los, da kommen dann Gegner, die es im regulären Spiel überhaupt nicht gibt, die es nur in der Ahnenhöhle gibt. Und die sind teilweise echt extrem. Ja, die sind richtig extrem und jo, wie soll ich sagen, die sind richtig böse und damit wir die schaffen, brauchen wir gute Ausrüstung. Das Problem ist jetzt natürlich, Moment mal, wenn alles zufallsbasierend ist, dann ist das ja blöd. Ja, das ist blöd, weil die Schatztruhen, das habe ich vielleicht vorher vergessen zu erwähnen, es gibt auf jeder Ebene Gegner und Truhen. Und beides ist zufallsbasierend, sowohl die Gegner als auch die Truhen sind zufallsbasierend. So, und die Inhalte natürlich auch. Und jetzt ist es so, dass du total die scheiß Items bekommen kannst und einfach total schwach bist und das gerade mal bis zur Ebene 20 oder so schaffst. Und dann verreckst du und dann hast du Pech gehabt. Denn wer in der Ahnenhöhle stirbt, der fliegt. Ohne, dass irgendein Fortschritt gespeichert wird. Wenn du in der Ahnenhöhle bist und stirbst, hast du komplett verloren. Du gehst raus, darfst keine Gegenstände behalten, nichts. Quasi alles umsonst gewesen. Ja. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, aha, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Erklären. Man kann da unten auch nicht speichern. Ich könnte natürlich speichern, weil ich mit dem Emulator zock, aber ich mache das Oldschool und mache natürlich ohne Speichern. Okay,
Und ja, da unten gibt es keine Shops oder sonst was. Man kann nichts kaufen. Es gibt nur Gegner und Truhen. Sonst gibt es nichts. Es gibt ab und zu gibt's sonderliche Büsche, die man zerschlagen kann, wo Heilfelder drunter sind. Aber das war's dann auch schon. Mehr gibt's auch nicht. Und in diesen Truhen können teilweise aber auch Zauber drin sein. Also man kann in den Truhen Zauber finden und besondere Waffen. Man kann wirklich besondere Waffen finden. Leck mich am Arsch, kann man da drin Waffen finden. Ich glaube, man kann sogar das Lufia-Schwert finden. Also da drin gibt es wirklich alles in den roten Truhen. Und was es auch noch gibt, es gibt 9 Iris-Schätze in den Truhen zu finden. Insgesamt gibt es 10 Iris-Schätze. Den 10. bekommen wir vom allerletzten Endboss in der EU99. Und diese Iris-Schätze kann man auch sammeln. Und das werde ich auch machen. Ich werde alle 10 Iris-Schätze sammeln. Ist jetzt nichts Besonderes, weil es zufallsbasierend ist. Ich hoffe, dass es nicht 10 Millionen Runs dauert, bis ich die Iris-Schätze habe. Aber man kann es ja nie beeinflussen. Was gibt's noch zu sagen? Wie kann man sich das Spiel in der Ahnenhöhle erleichtern? Das ist ganz, ganz einfach. Und zwar gibt es besondere Truhen, die sind blau. Blaue Truhen sind deshalb besonders, weil die Gegenstände, die man im blauen Truhen findet, darf man nach einem erfolgreichen Ahnenhöhlen-Run auch wieder mit rausnehmen und beim nächsten Mal wieder mit reinnehmen. Das heißt, wenn wir besonders viele blaue Truhen finden, die übrigens scheiße selten sind. Ich hatte mal 70 Ebenen ohne Truhe. Wenn wir die blauen Truhen finden und wieder das nächste Mal mitnehmen, sind wir logischerweise viel stärker. Und das machen wir am besten so lange, bis unsere ganze Gruppe mega heftig ausgerüstet ist. Und dann kämpfen wir uns runter und hauen den letzten Endboss um. Das hört sich jetzt in der Theorie ziemlich einfach an, ist aber in der Praxis sehr, sehr schwer, sehr, sehr zeitaufwendig und wirklich... Ja, es ist einfach sehr aufwendig und ich werde gelegentlich mit so einem gewissen tollen Befehl hier, ne, fast forward machen, damit das Ganze nicht ganz so lang dauert. Das ist der Vorteil am Emulator. Das ist für mich auch nicht Cheaten, das ist einfach nur eine Zeitersparnis und für euch eine Nervenersparnis. Denn ich habe das schon einmal gemacht und der letzte Run hat 9 Stunden gedauert durch die 99 Etagen. 99 Stunden. Ja, und das meiste sind natürlich die Kämpfe. Und wenn wir die Kämpfe richtig schön überspringen können, juhu, dann geht das um einige schneller und wir können die Zeit von 9 Stunden wahrscheinlich auf 4 Stunden oder so reduzieren. Schauen wir mal. Gut, was gibt es noch für Besonderheiten? Es gibt da unten nur eine einzige Möglichkeit, wie wir wieder nach oben können, und zwar Gotteshand. Gotteshand ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns aus der Höhle raus teleportieren und dort behalten wir dann alle ihre Schätze, die sind in roten Truhen, und alle Gegenstände aus den blauen Truhen. Dann müssen wir abspeichern und dann können wir wieder rein in die Höhle. So wird das ablaufen. Die Gotteshand befindet sich irgendwo zwischen Ebene 20 und 30, glaube ich, so ungefähr. Und ja, so sieht das aus. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, die Gegner, die Spezialgegner, wenn kommen, werde ich natürlich zeigen, was für Eigenschaften und so weiter die haben, also Stats und so weiter. Und weil die an der Oberwelt ist und viele Spieler von euch werden das nicht kennen. Ich werde das Spiel möglichst ausführlich erklären, dass es auch die Leute, die von dem Spiel keine Ahnung haben, verstehen. Und ich werde, und die Pros werden sich ja auch ein bisschen freuen, dass sie mal sehen können, wie die Ahnenhöhle so durchgerockt wird. Die Ahnenhöhle ist wirklich, wirklich was Besonderes, weil die Ahnenhöhle dauert länger als das reguläre, kann länger als das reguläre Spiel dauern. Ja, ihr habt richtig gehört. Diese kleine Nebenhöhle, die nur 99 Etagen tief ist, kann länger als das gesamte Spiel dauern. Je nachdem, wie viel Glück man mit dem blauen Truhen hat. Theoretisch kann man beim ersten Mal durchkommen. Natürlich hat man da nicht alle ihre Schätze, so viel Glück wird kein Mensch der Welt haben. Aber wir wollen das richtig machen, weil den Endboss kann man auf 2 verschiedene Art und Weisen besiegen. Aber wir machen das auf die coole Art und Weise. Man kann sich nicht beim Endboss, man hat nur 3 Runden Zeit, um ihn zu besiegen. Und wenn man sich selber umbringt, dann zählt das auch irgendwie als geschafft. Aber das machen wir nicht, wir machen es auf die coole Art und Weise. Gibt es sonst noch was zu erzählen? Wir dürfen da mit runter auch ein Kapselmonster nehmen. Wir haben Kapselmonster. Wir haben sogar verschiedene Kapselmonster. Wir haben Basuk, was Licht ist, der wird uns heilen. Und das werde ich am Anfang mitnehmen. Und später werden wir schauen, vielleicht schreite ich im Spiel noch voran und hole mir noch einen anderen. Das mache ich aber mal nebenbei. Das werdet ihr natürlich nicht sehen. Und der ein bisschen mehr Schaden macht, weil der Kettenhund
Vielleicht nehme ich auch den Kettenhund mit. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob Feuer so gut ist. Muss ich nochmal gucken. Aber am Anfang wird auf jeden Fall Bazook für uns mitgehen. Weil wir haben am Anfang, wie gesagt, nur 10 Heiltränke. Und wenn Bazook da uns ab und zu mal heilt, sparen wir uns einiges an Heiltränke. Oder später, wenn wir einen Heilzauber aus den Truhen bekommen, sparen wir uns auch Mana. Wichtige Zauber in dem Spiel sind zum Beispiel Sog und Stark oder Stärker. Weil mit Sog können wir den Gegner Mana entziehen. Und Mana entziehen ist so ziemlich das Geilste, was es gibt. Weil dadurch können wir uns quasi unendlich heilen. Oder gewisse Rüstungen mit... Oder gewisse Items mit Zornattacken, die Mana restaurieren. Ich glaube, da gibt es sogar einen blauen Truhen im Wunderpanzer. Der müsste das auch machen. Jo, ansonsten zeige ich jetzt mal ganz schnell, wie ich mir dieses Item geholt habe. Dieses spezielle Item... Diese eine Waffe, die wir mit runternehmen dürfen. Dann würde ich sagen, schneide ich jetzt das 16-Minuten-Video rein. Ihr könnt das gerne überspringen, wenn ihr wollt. Ja. Ich dachte mir, ich schneide es ganz rein, weil der Kampf gegen diesen Gegner, gegen Gordavon Gardes, also gegen Gardes aus der Region Gordavon, also Gardes ist nicht aus Gordavon, aber... Der heißt Gordavon Gardes, weil man ihn zum ersten Mal im Gordavon trifft. Und der ist da so schwer, dass es vom Spiel vorgesehen ist, dass man den Kampf nicht schafft. Man kann ihn aber schaffen und dann bekommt man ihm dieses Schwert. So, genug Gerede. Ich schneide das jetzt mal schnell mit rein. Dann sehen wir uns gleich nach dem Kampf wieder. Wenn ihr euch den Kampf anschaut, viel Spaß. So, da sind wir auch schon beim großen Kampf gegen den Gordavon Gardes. Gordavon Gardes natürlich. Oder Gates oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Der Kampf ist ziemlich heftig, würde ich mal sagen. Ja, ich heiße nur Black, weil nur 5 Buchstaben möglich sind. Und ich werde euch, wie gesagt, auch die ganzen Dialoge und so weiter ersparen, weil es ist ja, wie gesagt, nur für die Ahnenhöhle gedacht. Und das hier ist doch ein recht schönes Item, wie man sich die Ahnenhöhle, zumindest die ersten paar Runs, einiges erleichtern kann. Aber ihr werdet schon noch sehen, was man da noch Nettes bekommt. So, da ist er, der Schuft. Ja, ich werde jetzt hier erstmal einen normalen Angriff machen und mit ihm werde ich die Zornattacke Löwenherz machen. Und zwar auf Blacky. Ich nenne mich jetzt trotzdem Blacky, auch wenn nur Black steht. Heißen alle nur... Alle haben nur 5 Buchstaben, gell? Ja, so ist das. Ja, Guy hat nur 3, Tier, Selan. Ist ja blöd, wenn man sich so kurze Namen ausdenken muss. Okay, ich gebe dir Löwenherz. Dann machst du hier Ego-Kraft. 3 wäre übertrieben. Machen wir stark auf die 3. Ich werde gezielt Guy ein bisschen weniger heilen, damit seine Zornleiste besser steigt. Wobei seine Zornleiste voll ist und das jetzt eigentlich für den Arsch war. Naja. Jo, dieser Kampf ist schon etwas heftiger, sage ich jetzt mal, als die normalen Kämpfe. Und der wird auch jetzt auch ein bisschen dauern. Ja, ich weiß nicht, wen das nicht interessiert, der kann es auch skippen. Das ist mir relativ Wayne. So, ja, trotzdem werde ich den Kampf durchziehen und ihn einfach zeigen, weil er, finde ich, mit dazugehört. So, dann machen wir hier die Frostdegen Kälteschock. Ich habe seine Angriffskraft mit Löwenherz gesteigert. Jetzt steigere ich die Angriffskraft von Guy. Und jetzt mache ich stark auf alle 4. Genauso wie sie stark auf alle 4 macht. So. Ja, ganz toll. Genau auf Guy. Das könnte jetzt knapp werden, wenn er danach einen Berserker macht. Das wird verdammt knapp. Ich hoffe, dass er jemand anderen angreift. Jo, Kälteschock. Das mit Löwenherz macht schon mal ganz gut Schaden. So. Und jetzt müssen wir halt hoffen, dass er echt überlebt. So, greifen wir hier mal normal an. Der macht jetzt einmal die Feuerwelle. Und Selan darf einmal die Ego-Kraft 3 machen. Und Tier konzentriert sich mal auf den. Oh, sehr schön. Sehr schön. Es war gut, dass er Tier angegriffen hat. So, der normale Schaden macht schon 93 und dann kommt die Feuerwelle, die auch einiges an Schaden macht. So, dann hauen wir hier mal einmal den Panzer noch raus
Und haben wir eigentlich. Ich habe auch nicht alle Magie, die ich eigentlich. Eigentlich gibt es noch jede Menge Magie, die ich mit Seelern haben könnte, um meine Gruppe zu buffen. Das habe ich mich alles irgendwie nicht drum gekümmert. Alles ein bisschen schlampig. So, einmal wieder D3. Oh, ich hoffe, dass das die Tier überleben wird. Tja. Nee, passt. Okay. Guy wird, wie gesagt, einmal nicht mitgeheilt, weil er natürlich mehr Zornpower bekommt. Nur zur Erklärung, ihr seht ja, dass mit der Zornpower kann man diverse Zornattacken machen, wie zum Beispiel Panzer, Löwenherz oder irgendwelche speziellen starken Angriffe. Hier zum Beispiel hier Kälteschock oder hier die Feuerwelle, die ich jetzt leider nicht machen kann. Deswegen mache ich nochmal das Löwenherz auf Blackie. Und, ups, das war's mit Tier. Und, wenn der Charakter im unteren Bereich Lebenspunkte verliert, dann lädt sich das schneller auf. Also die Zornpower. Wenn er, sagen wir, von 100 auf 50% runterfällt, dann kriegt er weniger Zornpower, als er, wenn er von, 50 auf 1% runterfällt. Da lädt sich nämlich komplett auf, glaube ich sogar. So, schauen wir mal. Wie mache ich das jetzt am Blödern? Also, du tust mit stark sie heilen. Du tust ihr einen Krafttrank geben. Und du gibst dir einen Heiltrank. Nein! Das war intelligent. Ja, genau, gib den Heiltrank auf. Oh Gott, das hat mich verklickt. Ja, das war richtig schön, die Runde. Ja, ja, so muss es sein. Perfekt. Machen wir das jetzt ein bisschen anders. Und zwar heilst du Guy. Selan macht Ego-Kraft 3. Du benutzt Heilsirup auf Tier und Selan benutzt Ego-Kraft 3. Das könnte Guy sogar jetzt umbringen. Ja. Fängt ja wunderbar an, der Kampf. Okay, gut, nochmal. Ja, halt ich dann selber voll. Okay, gut, nochmal. Ich brauche die Heilsirup ja sowieso nicht. Ich mache nur die Anhöhle. Kann ich sie ruhig verschwenden. So. 165, schön. So, dann dürfte Tier wieder leben. Ja. Yep. Und Guy dürfte jetzt auch wieder leben. Okay. Und jetzt kein Unfug mehr bauen. Wobei Blackie jetzt wahrscheinlich sterben wird. So, das Gute ist, dass die Chars gebufft bleiben, wenn sie sterben. Das, sonst wäre es ein bisschen schwer. Ah, sehr schön. Blackie ist nicht gestorben. Oh, was für ein Glück. Aber ich sollte jetzt langsam mal anfangen, Schaden auf den Gegner zu machen. Sonst wird der Kampf nie zu Ende gehen. So, wunderbar. Kälteschock. Sehr schön. Guy macht mittlerweile ganz gut Schaden. Hier vielleicht noch irgendeine Zornattacke, die mir was bringt. Speedy. Über den Kampf die Beweglichkeit. Speedy. Bei wem könnte es mir bringen? Der Einzige, der vorher angreift, das ist Tier. Tier kann vorher heilen. Mache ich mal auf Tier. Vielleicht wird sie schneller als er. So, und hier machen wir Ego-Kraft. Und hier machen wir... So. Wow, das war knapp. Okay. Aber, ach nee, Speedy habe ich ja noch gar nicht gewirkt. Schauen wir mal, ob es reicht und wie viel Beweglichkeit bekommt sie dazu. 21, das wird nicht reichen. So, dann benutzt man noch Zornhelm. Reduziert die Angriffskraft des Gegners um ein Achtel. Können wir auch mal verwenden. Ist auch nicht schlecht. Dann greifen wir hier normal an. Hier machen wir 3 Heilungen und hier machen wir auch 3 Heilungen. Nein, siehst, Tier ist nicht schneller als er. Aber ich denke mal, der Kampf ist recht gut gelaufen. Also es dürfte schon fast gelaufen sein. Die Gruppe ist recht gut durchgebufft. Am Anfang des Buffen ist eigentlich das einzige Problem.
Und das ist noch der leichte Part vom Spiel. Und der schnelle Part. So, die Angriffskraft wurde gesenkt. So, dann... Okay, machen wir mal einfach mal... Ne, ich heb mir meine Zahnpower auf. Der greift auch nochmal an. So. Uah. Naja, 104. Ne, ist schon, man merkt schon, dass es gesenkt ist. 104 ist gar nicht mehr so viel Schaden. So. Hochheilen, wunderbar. Du könntest ruhig mal öfters Guy angreifen. Der braucht ein bisschen Zornpower. Oder hast du Angst? Schauen wir mal, ob wir vielleicht sie noch schneller kriegen. Ah, sehr schön. Zerstörer, der geht auf Guy. Zornpower, fülle dich. Später in der Anhöhle werde ich auf jeden Fall mit Geschwindigkeitsboost arbeiten. Also mit. Da hat man ja beim Emulator die Möglichkeit, dass man die Geschwindigkeit ein bisschen beschleunigt. Und das werde ich definitiv machen. Damit wir die Kämpfe nicht immer in voller Länge sehen müssen. Weil es nach einer Zeit dann wirklich echt uninteressant wird. So, dann. Zauberwut, der Widerstand des Gegners gegenüber Magieattacken wird reduziert. Das brauchen wir gar nicht. Wir greifen den nicht an. Löwenherz erhöht den Angriff. Machen wir noch einmal Löwenherz auf Guy. Und dann machen wir hier mal die Engelsflügel und einmal stark. Ja. Gut. Perfekt. Ich habe mir schon gedacht, dass jetzt sowas passiert und Selan dürfte jetzt alle vollheilen. Ah, fast sogar. Guy hat so viele Lebenspunkte, das ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Guy. Oh, nochmal 49, das ist gut. So, dann haben wir einfach noch drauf, was geht jetzt. Jetzt können wir hier mal das machen und... Nee, da muss ich schon heilen. So. Ach nee, 104, das ist ja okay. Das ist okay. Also ich denke, ich muss jetzt seine Angriffskraft nicht mehr reduzieren. Ich bin schon ziemlich gut gewappnet. Jetzt muss ich nur noch sein Leben runterhauen. 146, die Feuerwelle dürfte gut Schaden machen. Jo, ich habe mich auch gut durchgebufft. Machen wir nochmal Löwenherz und jetzt noch auf Blackie. Und dann machen wir hier die... Und sie kann auch mal angreifen, wenn wir gerade so gut dastehen. Sind ja fast alle voll. Lohnt sich fast nicht, aber okay. Das könnte jetzt halt gefährlich werden, wenn er nochmal einen Zerstörer raushaut. So. Normal angreifen und dann nochmal ein Löwenherz auf sich selber und dann machen wir hier mal eine Ego-Kraft und hier machen wir... Hey, was haben wir denn hier? Trickser friert die Zauberkraft des Gegners ein. Nee, das brauchen wir auch nicht. Wird's Tier überleben oder nicht? Ich denke schon. Doch, müsste schon überleben. Ganz knapp. Ja. Sehr schön. Und Selan macht die Ego-Kraft 3. Ego-Kraft 3, die Engelsflügel, die man aus dem, die man vor kurzem auch erst bekommen hat, die ist echt praktisch in dem Kampf, um ihn zu schaffen. Ich meine, es würde auch ohne gehen, aber mit ist es schon angenehmer. So, Guy und Maxim heißt er normalerweise, sind jetzt genug gebufft. Und jetzt gilt es nur noch, ihn einfach umzuhauen. Was auch ein Vorteil ist, wenn man der Stark von Selan nur auf 3 anwendet, ist, dass diese 3 eben dann mehr Heilung bekommen, als wenn man auf alle 4 macht. Und Guy überlebt halt einfach mal einfacher als wie ein Tier. So, was machen wir hier? Machen wir nochmal 3-mal stark und der hat 307. Ja, der braucht... Machen wir mal so. Weil Tier rutscht mir langsam in den gefährlichen Bereich rein. Ja, das dachte ich mir fast.
Ah, das ist immer noch nicht unkritisch. Ja, geil, macht mittlerweile sehr schönen Schaden. So, dann haben wir mal ein paar Zahnattacken raus. Und was macht sie? Ja, so ungefähr. Jetzt müsste sie halt nur noch überleben. Das wird jetzt wirklich, langsam wird es ganz, ganz knapp bei Tier. Das war auch gepokert. Aber alle haben volle Zornleiste. Und jetzt sind sie wieder fast voll, alle. Ja. Wie gesagt, Ego-Kraft 3, die bringt's. Dadurch kann ich mir halt leisten, mit Blackie auch anzugreifen, anstatt mit ihm auch zu heilen. So, dann nochmal hier Angriffe und dann machen wir hier dreimal stark und hier auf alle vier stark. Im Grunde macht er mit seinem Zerstörer einfach mehr Schaden, als ich mit zwei Personen heilen könnte. Deswegen ist es zwischendurch gut, dass ich die Ego-Kraft einfach einsetzen kann, als einfach als viel besserer Heal. Und die anderen, die zwei, und die Jungs hauen in der Zwischenzeit drauf. Oh, schön. 179 Schaden mit einem normalen Angriff. Das ist halt sein Problem eigentlich im Grunde. Im Grunde ist das Problem an Gates, er macht einfach zu viel Schaden, dadurch sind meine Zornattacken immer voll. Er müsste noch mehr Schaden machen, um mich direkt umzuhauen, damit meine Zornleiste leer ist, aber dann wäre es ja irgendwann, dann müsste ich einfach noch höher leveln, das ist das Problem. So, wieder schön heilen. Wunderbar. Wunderbar. Oh, das war's schon. Das ging schnell. Ich habe mich irgendwie auf einen längeren Kampf eingestellt. Ah, ich habe mich irgendwie auf einen viel längeren Kampf eingestellt. Ich bekomme 50.000 Erfahrungspunkte. Yay! Blackie wurde aufgestuft, was total egal ist, weil die Level bringen uns ja nichts. Gardes Klinge erhalten. Juppidu. Jo, und jetzt gibt's doch noch ein kleines Zwischenspiel, wie er uns umbringt und bla 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 und keine Ahnung, wie er sich ein bisschen aufmotzt. Das interessiert uns aber alles nicht. Das war eigentlich nur die Stelle, die ich euch zeigen wollte und jetzt switch ich zurück zum Video. Also, nicht zurück zum Video, zurück zur Ahnhöhle. Zurück zur Ahnhöhle, bis gleich. So, ja, ich sagte doch, der Kampf dauert ein bisschen. ja, ihr habt gesehen, ich habe die Gardesklinge erhalten. Die Gardesklinge... tun wir mal hier ablegen. So, schauen wir mal. Rüstung. Schauen wir mal, was die... So, schauen wir mal, was hier die stärkste Waffe für ihn ist. Das wäre der Feuerdolch. Mit 245 Schaden. Okay, 287. Und das hat 389. Also die Gardesklinge ist böse. Die ist richtig böse. Dann als nächstes zur Gruppe. Ich habe mich entschieden, dass ich die Gruppe so nehme. Wir können, also diese Gruppenmitglieder, für die Leute, die sich das Spiel nicht kennen, es gibt in dem Spiel verschiedene Mitglieder. Es gibt, links oben seht ihr Black, was eigentlich Blacky sein sollte, aber wie in dem Video vorher erklärt, maximal 5 Zeichen. Blacky, das ist der Hauptcharakter, der ist fix in der Gruppe. Danach trifft man ein Mädchen, das heißt Tia. Sie ist in Blackie verliebt, aber hat irgendwie keine Chancen und gibt das auf. Die ist auch noch in der Gruppe mit dabei. Dann kommt später Guy mit dazu, der links unten jetzt eben ist, der Blonde. Dann kommt später nochmal Selan dazu. Dann ist man schon eine Vierergruppe und so weiter. Irgendwann haut aber Tia ab und sagt, na, nicht so mein Ding und keine Ahnung. Und dann kommt später Decker mit dazu. Decker ist ein perverser Drecksack. Der macht Schaden und hat Leben. Wahnsinn. Dafür ist er sehr langsam, das heißt, er wird immer als letztes am Zug sein. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber Decker ist pervers. Dann habe ich, gibt es danach noch einen, der heißt Lexis. Ich finde, das ist der schwächste Kämpfer im ganzen Spiel. Tier kann zumindest noch gut mit Zaubern umgehen. Und danach kommt noch Artea oder Arti oder keine Ahnung. Ich glaube, in der US-Version ist Artea ein Kerl und in der deutschen Version ist es irgendwie eine Elfin oder keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich erkläre das sehr ausführlich, ich weiß, ja. Es wird ein langes erstes Video und die anderen Videos werden auch ziemlich lang, weil die Anhöhle so lang ist. Ja, zur Gruppe. Im Kampf gibt es zwei Positionen.
Es gibt vier Positionen, weil es vier Menschen sind, aber es gibt insgesamt zwei verschiedene Positionen. Und zwar, es gibt die vordere Reihe und die hintere Reihe. Wir können jetzt hier die Gruppenmitglieder so austauschen. So, das bewirkt zum Beispiel, dass die zwei oberen hier in der vorderen Reihe stehen. Das heißt, sie kassieren mehr Schaden. Was aber okay ist, weil die mehr Leben haben und machen gleichzeitig auch mehr Schaden. Die zwei sind in der hinteren Reihe, das heißt, sie machen weniger Schaden und kassieren dafür auch weniger. Das ist sinnvoll, es so anzuordnen, weil das hier die zwei Haut drauf sind. Vor allem Guy, weil Guy das Gardeschwert am Anfang jetzt hat. Ich habe nur eine Waffe am Anfang, die anderen müssen die Gegner fisten. Und die zwei hier unten sind die einzigen, die mit Zaubern umgehen können. Ihr seht hier, KP sind die Trefferpunkte und MP sind die Mana-Punkte. Und die zwei oben haben 0 Mana-Punkte. Sprich, sie können nicht zaubern. Also sie können nur kämpfen. Und Zornattacken halt verwenden. Aber dazu komme ich später noch mit den Zornattacken. Und die zwei hier unten haben auch noch Mana-Punkte. Können aber auch Zornattacken verwenden. Also Zornattacken kann jeder Charakter verwenden. Das heißt, das sind auch so meine Caster und teilweise auch in gewissen Situationen meine Supporter. Wenn es gegen stärkere Gegner gibt, dass sie irgendwie Panzer oder Panzer auf die zaubern, dass weniger Schaden erleiden. Oder Fury auf alle zaubern, damit mehr Schaden machen oder sowas. Dafür sind halt die zwei dann geeignet. Und sehr gut geeignet, weil sie auch noch in der hinteren Reihe stehen und natürlich weniger Schaden machen würden. Deswegen greifen die hier oben an. Was auch noch gut ist, Selan ist die schnellste von allen. Das heißt, wenn es mal wirklich im Kampf geht, wo geheilt oder gebufft oder sonst was werden muss, ist sie natürlich super, weil sie natürlich die Gruppe heilen oder buffen kann. Und das erste dran ist, bevor die Gegner auch dran sind. Meistens, nicht immer. Und dann können die natürlich schon mal mehr Schaden raushauen, nachdem sie von ihr gebufft worden sind. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man auch berücksichtigen muss. Jetzt tue ich erstmal Kapsel auch noch das Richtige aus. Ach, Bazook ist schon ausgerüstet. Was man auch machen kann im Spiel, man kann hier zum Beispiel, er will jetzt einen Mini-Rock. Dann kann man hier schauen, habe ich einen Mini-Rock. Das ist jetzt für mich jetzt hier natürlich absolut unentscheidend. Dann sagt er vielen Dank und wird ein bisschen voll gepusht. Ich werde das jetzt mal schnell voll machen, das erste Tier, ich weiß nicht, ob man Tier sagt, in so einem Spiel, das ist deswegen von Vorteil, weil, Kamerüstung möchte ich nicht vergeben, sortieren wir, okay, es ist sortiert, ich möchte erst die schlechten Waffen verfüttern, Leinenweste, und zwar kann man diese, ich habe das ganze Zeug nicht, was der will. Und zwar kann man diese Gegner, diese Kapselmonster einfach aufleveln. Und durch das Aufleveln werden sie stärker und bekommen neue Formen und neue Zauber teilweise. Und deswegen ist das richtig toll, weil die dann im Kampf natürlich auch effizienter sind. Kapselmonster ist so eine Sache, wenn Kapselmonster kann man selber nicht beeinflussen. Die tun, was sie wollen. Und die, kann man auch nicht heilen oder sonst was. Also auf die kann man einfach nicht zugreifen. Und das macht sie zu, ich sage jetzt mal, zu Mitkämpfern, auf die man sich nicht wirklich verlassen darf. Weil im Kampf zum Beispiel, wenn einer wenig Leben hat, dann denkt man sich, boah, du würdest mich jetzt heilen, dann würdest du mir das scheiß Leben retten, bitte heil mich. Nö, ich halte den neben dir, der volles Leben hat. Oh Gott. sowas zum Beispiel ist dann eher nicht so optimal. Und, oh, jawohl, das Schutzschild, oh, sehr schön. Und, nochmal, gut. Und deswegen ist es halt immer so eine Sache. Sie sind Segen und Fluch zugleich, sage ich jetzt mal. Und deswegen, Langmesser. Und deswegen ist es halt, sollte man sich auf die nicht verlassen, aber sie sind halt, sie können eine Hilfe sein, auf jeden Fall. Und deswegen werde ich auf jeden Fall am Anfang den hier mitnehmen. Für die Kämpfe, wo ich eigentlich, für die Runs, sage ich jetzt mal. Ich nenne das immer Runs. Für die Runs, wo ich eigentlich nur darauf aus bin, dass ich mir erstmal Item, Equipper farm. Was alle sind, bis auf einer eigentlich. Optimalfall. Werde ich den mitnehmen, weil er einfach dafür am besten geeignet ist, weil er einfach ein bisschen mitteilt. So, jetzt möchte ich aber noch schnell hier. Nee, ich tue ihnen jetzt irgendwas geben. Laberkurte mager nicht. Dann Maßanzug. Und jetzt noch ein Kettenpanzer. So, jetzt zeige ich euch das schnell. Dann seht ihr das auch. Ihr werdet es später auch mal irgendwann in der Ahnenhöhle sehen. Ich muss das dann teilweise machen, weil man kaum, glaube ich, 99 verschiedene Items tragen. Und irgendwann ist das Inventar voll.
Und dann müssen wir uns eben anderweitig Platz beschaffen. Und zwar, und am besten, bevor man die Sachen wegschmeißt, füttert man sie natürlich an dein Kapselmonster. So, das Kapselmonster ist jetzt aufgestuft. Ihr seht, es ist auf Stufe 2. Man kann auch Stufe 1 auswählen, wenn das lieber ist. Aber hier hat es zum Beispiel Heilkuss statt Erholung. Ich weiß jetzt auch nicht, was die einzelnen Fähigkeiten machen. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall haben wir natürlich auch unten in der Ahnenhöhle den nur auf Rang 1 zur Verfügung. Und wir müssen ihn jedes Mal, wenn wir in die Ahnenhöhle kommen, sind wir wieder Stufe 1. Das Kapselmonster ist auf Rang 1 und wir haben keine Items, außer die, die wir im blauen Thron gefunden haben und gesichert haben. Mit Gottes Hand. Jo, das ist es erstmal. Ich muss jetzt schauen, wie ich das Ganze aufziehe. Ich werde, ich habe 4 Charaktere und habe ein gewisses Wunsch-Equipment, was ich denen ausrüsten möchte. Fraglich, ob ich das jemals komplett fertigstelle. Das ist sehr fraglich, weil das dauert wahrscheinlich zu lang. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Wie gesagt, die blauen Truhen sind alles entscheidend. Und ich würde sagen, ich ziehe das ein bisschen auf und jedes Mal, wenn ich einen Gegenstand finde, den für meine Gruppenmitglieder ist, dann werde ich das irgendwie zeigen oder so. Oder ich werde euch generell einen Überblick machen, welcher Char was hat. Einfach nur, damit es ein bisschen übersichtlich für euch ist, damit ihr euch vorstellen könnt, ah, wie weit ist er schon und so weiter. Und ich glaube auch nicht, dass ich das komplette Equipment für alle erfarmen werde, das perfekte Equipment. Das würde zu lange dauern und es ist weit, weit, weit vorher möglich, das zu schaffen. Und wenn einem nur noch ein einziger Gegenstand fehlt, dann ist das so eine Sache, dann dauert es, kann es auch nochmal 100 Runs dauern, den zu kriegen oder keine, also 100 Runs ist übertrieben, aber es könnte dann sehr lange dauern, den zu kriegen. Und deswegen, schauen wir mal, wie intensiv ich dieses Let's Play ausführen werde. Mein letztendliches Ziel ist, 10 Iris-Schätze zu bekommen. Und das war's eigentlich. Das ist eigentlich mein Ziel, mein letztendliches Ziel. Und ja, okay, ich habe jetzt ziemlich viel geredet. Ich glaube, ich habe auch sogar noch einiges vergessen. Aber, wie gesagt, diese Höhle ist ziemlich tief. Es gibt keine Story. Es gibt gar keine Story. Es gibt einen einzigen Dialog in einer allerletzten Etage, sonst gibt es keinen Dialog im ganzen Spiel, in diesem ganzen Let's Play, außer dem Typen hier, den wir mal ansprechen, und der Typ, der uns wieder rauslässt. das ist, ja, keine Story. Und es ist folgendermaßen, ich werde mir natürlich, in den ersten Run jetzt nicht, aber ich werde mir in den anderen Runs immer irgendwelche schönen Gesprächsthemen suchen, die ich ziemlich ausführlich besprechen werde, und schauen wir mal, wie das dann so läuft. Ja, schauen wir mal. Das hört sich ziemlich interessant an. Und dieses Let's Play wird ein bisschen anders als die anderen Let's Plays. Ich werde dieses Let's Play nicht vorab aufnehmen, sondern ich werde nach dem ersten Run, werde ich immer ein paar Tage warten und dann den nächsten erst hochladen. Wenn wirklich Leute dabei sind, die das aktiv verfolgen, bringt es was, wenn sie ins Kommentar reinschreiben, wie zum Beispiel, wenn ihr gewisses Gesprächsthema hättet, über die ich reden soll oder so weiter, könntet ihr es in die Kommentare schreiben. Wäre ich euch dankbar, wenn sich irgendjemand mal als Co-Moderator oder so anbieten wollte, was ich schon öfters mal die Anfrage bekommen habe, können wir das auch gerne mal machen. Dann können wir für verschiedene Runs gerne jemanden auswählen, je nachdem. Ja, so weit, so gut. Wegen den Co-Moderatoren am besten mich per Privatnachricht anschreiben oder sonst was. Ansonsten war es das jetzt vom ersten Part. Das war nur Erklärung, tut mir leid. Ich hoffe trotzdem, dass euch das soweit gefällt und ich hoffe, dass euch dieses Projekt gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir den allerersten Run machen. Bis dann und ciao, ciao, euer Blackie.